Dieses ist jetzt das erste von zwei Videos mit dem Schwerpunkt eigentlich domänengetriebenes Design nach dem Ansatz von Eric Evans. Ich habe es leicht abgewandelt, sodass es zu meinen anderen Stories passt. Also es könnte sein, dass so Kleinigkeiten ein bisschen inkompatibel sind zu der Originalstory von Herrn Evans. Ich denke, die Kernaussagen sind aber dieselben. Was wir in diesem Video machen wollen, ist die Grundlagen schaffen für einen Anwendungskern. Dieser spielt speziell bei betrieblichen Informationssystemen eine große Rolle, aber auch für technische Systeme kann es eine Rolle spielen. Und was wir da anschauen wollen, ist, was sind eigentlich die fachlichen Entitäten? Das müssen jetzt nicht zwingend Sachen sein, die wir schon in die Datenbank speichern, aber was sind so die Kernklassen, die fachlich Sinn machen? Und diese Kernklassen, das sind in diesem Ansatz Entitätstypen und die Attribute von diesen Kernklassen, da brauchen wir zum Teil spezielle Datentypen. Das möchte ich hier mit diesem Video zeigen. Das zweite Video, was dann noch kommen wird, beschäftigt sich dann speziell mit großen Datenmodellen, wo wir versuchen, etwas mehr Struktur zu kriegen über sogenannte Aggregate. Viel Spaß mit diesem Video. Also, was wollen wir? Wir wollen uns fokussieren mit diesem Domain-Driven Design auf die Core-Domain. Also das heißt, Core-Domain ist bei Evans so ein Bereich, über den wir nachdenken. Wir haben eine Menge von Experten, denen wir zusammen die Begriffe dieser Core-Domain erarbeiten wollen. Und das soll einfach eine kreative Zusammenarbeit mit denen sein, um sozusagen eine gemeinsame Sprache zu finden. Und diese gemeinsame Sprache ist bezeichnet Evans als Ubiquitous Language, also eine Sprache, die alle sprechen. Das hatte ich in dem ersten Video ja schon ein bisschen dargestellt. Nur weil die Leute dieselben Begriffe verwenden, heißt es noch lange nicht, dass dieselben Begriffe für verschiedene Personen das Gleiche meinen. Und deswegen müssen wir da diskutieren und was aufschreiben, um sozusagen eine allgegenwärtige Sprache zu finden, die alle gleichermaßen sprechen. Und diese Sprache findet sich sowohl in einem Dokumenten wie auch in ihrem Source Code wieder. Also wenn Sie von der Klasse Prämie sprechen, gibt es in ihrem Source Code auch eine Klasse Prämie beispielsweise. Und diese ist gültig in einem, Evans nennt das Bounded Context, ist es so ein umrissener Rahmen, ein Themenfeld wie zum Beispiel Sachversicherung und abgegrenzt von Lebensversicherung beispielsweise. Also Sachversicherung einer dieser Bounded Context, also ein Themenfeld, über das man reden kann. Und Core Domain ist dann sozusagen spezieller Bounded Context, weil das ist sozusagen der Kern, über den wir reden wollen. Was diese Ubiquitous Language, nochmal ganz kurz, was ist es? Evans schreibt dazu: A language structured around the domain model and used by all the team members within a bounded context to connect all the activities of the team with the software. Also, wie gesagt, sorgen Sie dafür, dass alle dieselben Begriffe verwenden und die für alle Beteiligten dasselbe bedeuten, sowohl Fachexperte wie auch Entwicklungsteam. Da haben Sie sozusagen für jede Domäne eine andere Sprache: Versicherungsdeutsch, BMW-Deutsch, Deutsche Bahn-Deutsch. Und wichtig ist halt an der Stelle, dass die Entwickler, die normalerweise ja eben keine Fachexperten sind, sondern eben PWA können oder JavaScript können, dass die plötzlich wissen, was Motorbauvarianten bei BMW bedeuten, sodass sie dieselben Konzepte sowohl in den Dokumenten, also Fachkonzept, Spezifikation, Angebot, wie auch im Code, sprich ihrer Java- oder Python-Implementierung finden. Und so als ersten Schritt kann man mein Glossar machen, wo sie so alle auftretenden Fachbegriffe, speziell die, die das Team nicht kennt, zusammensammeln und versuchen, jeden Begriff zu definieren. Und dann würden sie versuchen, alle weiteren Dokumente und den Code aus diesen Dokumenten, aus diesem Glossar heraus zu befeuern. So, und was man jetzt macht, ist, also Evans schlägt sozusagen zwei Arten von Design vor. Das eine ist so strategisches Design, da legen sie die Grobstruktur fest, sie sagen, was gehört zu diesem Bounded Context dazu, also was ist der fachliche Rahmen, in dem ich mich bewege, und findet so erste grobe Blöcke. Und dann gibt es taktisches Design, wo er wirklich sich auf die Entitäten herunterbegibt und sagt, was ist eine Entität, also was modelliere ich da als Klasse und welche Beziehungen haben die Klassen untereinander. Also strategisches Design, Grobstruktur, taktisches Design, Feinstruktur. So. Bounded Context, wie gesagt, ist schon mehrfach gefallen, der Begriff. Das ist jetzt irgendwie so eine Art Subsystem, ein Ding, um das sich so ein Teilteam kümmert. Und nur in dieser Boundary, diesem fachlichen Grenzsystem ist das Modell, was wir uns ausdenken, gültig. Nur da haben die Begriffe die klare Definition, die wir uns ausdenken. Woanders kann es eine andere Definition geben. Also deswegen Bounded Context. Also eigene Fachsprache mit eigenen Experten.
Und außerhalb geht eine andere Fachsprache. Bounded-Context-Beispiele, nehmen wir an, Sie sind eine Versicherung, da können Sie jetzt sozusagen verschiedene Sorten von Bounded-Contexten identifizieren. Sie könnten zum Beispiel, ist eine normale Versicherung nach Sparten organisiert, das heißt, Sie haben eine Lebensversicherungssparte und eine Sachsparte. Und ich glaube, die Krankensparte hängt unter der Lebensversicherung. Also haben Sie sozusagen so verschiedene Bereiche in der Versicherung. Und das sind dann auch verschiedene Menschen, mit denen Sie es zu tun haben. Die sitzen zum Teil auch in verschiedenen Gebäuden und haben auch verschiedene Softwarepakete. Also die Lebensversicherungsleute haben normalerweise eine andere Software wie die Sachversicherungsleute und verstehen auch unter einer Police beispielsweise was anderes. Und Sie können auch nach Prozessschritt unterscheiden. Sie könnten sagen, das ist der Vertriebsbounded-Kontext oder die Beiträge oder der Provisionsteil oder der Schadenabwicklungsteil. Auch die verstehen unter denselben Begriffen wie ein Partner oder eine Police was anderes. Also das wären Beispiele für so einen Bounded-Kontext für eine Versicherung. Ich glaube, Ihnen fällt es leicht, wenn Sie es sich bei BMW auskennen oder bei der Münchner Rück, auch eine in der Bank oder Rückversicherung beziehungsweise bei einem Autobauer solche Domänen zu identifizieren. So, jetzt starten wir mal mit taktischem Design. Das kann man sich so ein bisschen besser vorstellen. Was jetzt ganz wichtig ist, ist das, was Sie eigentlich aus Datenbanken oder Software Engineering 1 schon kennen. Das sind die Entitäten oder Entitätstypen. Wenn Sie Text über die Fachlichkeit des Kunden haben, könnte man in erster Näherung sagen, das sind so die Nomen oder die Substantive, die in Ihrem Text drin steht. Also klassische Beispiele sind Kunde, Konto, Vertrag, Person und so weiter. Also das heißt, also Elemente, die fachlich eine wichtige Rolle spielen. Ich habe Ihnen hier auch mal so ein UML-Diagramm hingemalt. Also Kunde mit Kundennummer, Vorname, Nachname und so weiter. Wichtig ist jetzt, diese Entitäten haben normalerweise eine eindeutige fachliche Identität. Das finden Sie häufig als Primärschlüssel nach einer relationalen Datenbank wieder. Ist aber erstmal was anderes. Eine fachliche Identität ist etwas, wo Sie sozusagen, wenn Sie ein Objekt von dem Entitätstyp haben, den eindeutig identifizieren können. Zum Beispiel, wenn Sie in der Firma sind, hat der Kunde eine Kundennummer und über die Kundennummer ist sozusagen der einzelne Kunde eindeutig identifiziert. Also zwei Kunden mit derselben Kundennummer sind der gleiche Kunde, zwei Kunden mit einer verschiedenen Kundennummer sind verschieden. Und das Gleiche finden Sie in sehr, sehr viel Fachlichkeit. Beispiel, Sie rufen bei Ihrer Versicherung an und sagen, Jungs, ich habe leider mein Auto kaputt gefahren. Ich möchte jetzt den Schaden melden. Das Erste, was Sie der Typ am oder die Dame am Ende fragt, ist, sagen Sie bitte Ihre Versicherungsscheinnummer. Und das ist offensichtlich das, was Ihren Versicherungsvertrag eindeutig kennzeichnet bei der Versicherung. Oder wenn Sie mit der Bank was machen, irgendwann werden Sie die Kontonummer eingeben müssen. Also ist das die fachliche Identität Ihres Kontos bei Ihrer Bank. Also sowas gibt es immer. Personalausweisnummer in Ihrem Personalausweis und so weiter. Ne? Also eindeutige fachliche Identität, die gibt es immer. Und je nach System machen Sie das dann zum Primärschlüssel oder zum Key in Ihrem Key-Value-Store oder verwenden das in anderer Art und Weise. Wie gesagt, aber so weit sind wir noch nicht. Ne? Also sowas schreiben Sie in Java in die Equals-Methode rein. Das ist Ihre fachliche Identität. Diese Entitätstypen sind autonom. Das heißt, ich kann ein einzelnes Kundenobjekt erzeugen und das ist alleine lebensfähig. Das verwalte ich einzeln. Damit kann ich arbeiten in der Applikation, das sehe ich auf einzelnen Dialogen. Ich kann danach suchen in meiner Datenbank. Gegenbeispiel wäre eine Adresse vom Kunden, nach der macht es keinen Sinn zu suchen. Also die Adresse Hochschulstraße 1 in Rosenheim kriegt eigentlich erst ihre Bedeutung dadurch, dass die TH da ist. Also Adresse wäre nicht autonom, die Organisation TH Rosenheim wäre schon autonom. Oder eine Organisation wäre autonom oder eine Privatperson, die da wohnt, wäre autonom. Als Datentyp. Ist so unverzichtbar, das heißt also, wir machen natürlich Minimalitätsprinzip, also alles schon alleine wegen der Datenschutzgrundverordnung dürfen wir jetzt nicht alles speichern, was uns so einfällt. Und deswegen hinterfragen wir natürlich bei jedem Attribut und jeder Klasse, brauchen wir das wirklich? Und was würde passieren, wenn man es weglässt? Wenn nichts Schlimmes passiert, wenn man es weglässt, sollte man es weglassen. Und das heißt, alles, was nach dem Weglassen übrig bleibt, sind halt die wichtigen Entitäten bzw. Entitätstypen. Und wie gesagt, die Beschreibung von einem Kunden oder von einer anderen Entität erfolgt durch die Attribute. In unserem Fall hier Kundennummer als fachliche Identität und Vorname, Nachname, Telefon und was uns sonst noch so an relevanten Daten auftaucht. So, wichtig ist jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Entitätstypen und Datentypen. Das machen wir deswegen, weil wir dieses logische Datenmodell soll nicht zu groß werden. Also wir wollen da jetzt nicht 100 Klassen drauf haben, sondern das soll eine Handvoll sein. Also, dass es in unser Kurzzeitgedächtnis passt. Also vielleicht so 7, 8, 9, aber eben nicht 100.
Und deswegen müssen wir da unterscheiden zwischen Entitätstypen und Datentypen. Adresse ist ein Gegenbeispiel für einen Datentyp, weil eine Adresse nicht autonom ist. Wie gesagt, eine einzelne Adresse macht keinen Sinn. Also so wie das jetzt dasteht, sollte man es eben nicht modellieren im Datenmodell. In ER haben Sie vielleicht gesehen, in dem ER-Diagramm hätten Sie jetzt hier so eine gesagt, naja, Adresse hat keinen eigenen Schlüssel oder sowas, keine eigene Identifikation, deswegen machen wir die abhängig von der Kundenentität und dann würden Sie hier Adresse doppelt umranden. Also Sie kennen eigentlich schon die Art und Weise, wie Sie das in ER-Modellen ausdrücken würden. Also das hier ist eine abhängige Entität. Und so modellieren Sie es halt nicht im logischen Datenmodell, sondern was Sie stattdessen machen ist, Sie sagen, naja, die Adresse ist hier nicht gut genug hervorgehoben, ist ein eigenes Attribut der Klasse Kunde mit dem Datentyp Adresse und Sie modellieren das da rein, sodass Sie also in dem logischen Datenmodell nur noch die wirklich relevanten Dinge sehen und nicht mehr irgendwelchen Kleinkost, von dem das abhängt. Wichtig ist jetzt hier an der Stelle die Frage, ob eine Adresse alleine lebensfähig ist oder nicht, ist jetzt nicht pauschal beantwortbar. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, naja, also wenn Sie Stromversorger sind, dann interessiert Sie sehr wohl, an welcher Adresse Ihre Strippe aus dem Boden kommt und da ist Ihnen erstmal wurscht, wer da wohnt. Also das heißt, dieser Endpunkt der Stromzähler, die in dem Haus ist, ist unabhängig von dem, wer da wohnt. Insofern ist da die Adresse vielleicht doch ein Element mit eigener Bedeutung. Also das heißt, es ist immer sehr kontextabhängig, was ein Datentyp ist und was ein Entitätstyp. Die Frage ist immer, ist das Ding alleine lebensfähig, also autonom oder eben nicht. Wenn Sie einen Entitätstyp beschreiben, das ist jetzt mit dem Klassendiagramm, könnte man meinen, damit wären Sie fertig. Das stimmt auf gar keinen Fall. Sie brauchen noch weitere Informationen, die Sie auf eine Wiki-Seite oder ein Word-Dokument reinschreiben müssen. Also nicht nur den Namen des Entitätstyps oder so, sondern was Sie auch noch brauchen, ist ein bisschen eine Beschreibung. Also welchen Zweck hat dieser Entitätstyp? Worum geht es da ungefähr? Was haben wir uns dabei gedacht, diesen Entitätstyp zu machen? Was würde passieren, wenn der fehlen würde, würde man beschreiben. Und was Sie dann brauchen, das ist sehr wichtig, speziell nachher, wenn Sie die Architektur des Systems entscheiden, ist, Sie brauchen Mengengerüst. Also es ist ein gewaltiger Unterschied, ob Sie auf Dauer nur 20 Stück, also 20 Objekte oder 20 Entitäten in der Datenbank haben oder ob das 20 Millionen sind. Also dann machen Sie einfach ein anderes Design, dann brauchen Sie eine andere Technologie. Also 20, 1000 oder 1 Million macht einen Unterschied. Man könnte es sich vielleicht so verdeutlichen, also so bis zu der Größe, wo die Daten in den Cache passen, mussten Sie vielleicht keine Gedanken machen über das Design. Sobald Sie also wirklich Mengen von Daten haben, die sozusagen Ihren typischen Cache platzen lassen, dann fangen Sie an, sich Gedanken machen zu müssen. Also Mengengerüst ist schon ein wesentlicher Faktor, ne? 20 oder 20 Millionen macht was aus. Zustandsmodell haben Sie eventuell, wo Sie vielleicht auch noch einen endlichen Automaten brauchen, um das zu modellieren. Zum Beispiel ein Versicherungsvertrag, wenn Sie das mal als Beispiel anschauen, der hat ja verschiedene Zustände, ne? Versicherungsvertreter bequatscht Sie und Sie machen einen Vorvertrag. Dann gilt der aber noch nicht. Dann kommt er vielleicht zur Versicherung und die prüfen erstmal noch Ihre Antworten auf Gesundheitsfragen. Dann läuft der Vertrag vielleicht eine Weile und vielleicht schalten Sie den inaktiv. Das heißt, wenn Sie sozusagen den Entitätstyp Vertrag anschauen, können einzelne Verträge, also Vertragsobjekte oder Vertragsentitäten durchaus unterschiedliche Zustände haben. Also vielleicht modellieren Sie noch einen endlichen Automaten dazu. Und vielleicht gibt es weitere Plausibilitätsregeln, die also einzelne Attribute oder attributübergreifend gelten. Und wie gesagt, und da kann man jetzt auch vielleicht eine Tabelle dazu machen. Das kriegen Sie, die ganze Information, die ich hier aufgelistet habe, kriegen Sie so nicht in dem UML-Diagramm an sich unter. Da können Sie einen Datentyp hinterlegen. Der kann natürlich eigene Plausis haben, aber sowas wie ein Mengengerüst wüsste ich jetzt nicht, wie man das in UML hinkriegt, außer dass Sie da noch einen Kommentar dran packen. Also manchmal kommen Sie im Dokument, Wiki-Seite nicht herum. Hier ein Beispiel: Ich habe eine Speise in dem Pizzaservice und der Bringdienst hat also beschreibt, naja, also was kann eine Speise alles sein? Pizza, Baguette, Pasta und so weiter. Mengengerüst, das Restaurant wird jetzt nicht viel mehr als 200 verschiedene Speisen haben, ist also von der Größe her harmlos. Und selbst im Dialogentwurf könnten Sie noch einen Dialog machen, wo alle Speisen linear hintereinander aufgelistet sind. Wäre nicht schön, aber machbar. Bei 200 geht es noch, bei 2 Millionen halt nicht. Und eine Speise kann tatsächlich verschiedene Zustände haben. Ich kann die definiert haben, die ist noch nicht auf der Speisekarte aktiv, sie ist auf der Speisekarte veraltet. Ich habe sie mal verkauft, sie ist aber wieder weg. Und dann kann ich mir eine Tabelle machen mit allen Attributen, also was ich Bestellnummer, Name und so weiter. Und die haben verschiedene Datentypen, wie der Datentyp ID, der irgendwie noch eine fachliche Eindeutigkeit sicherstellt.
oder einen Datentypen Money. Witzigerweise gibt es ja in Java zum Beispiel bis heute keinen gescheiten Gelddatentyp. Sie können nicht mit Geld in Java rechnen. Es gibt so einen Currency-Datentyp, der macht Ihnen so Währungssymbole, aber eine gescheite Gelddarstellung, Fehlanzeige. Selbst die Datumsanzeige, das haben die Java-Heinis jetzt erst mit Java 8 hingekriegt. Also seit 2, 3 Jahren haben sie in Java überhaupt mal ein Datum, mit dem sie was anfangen können. Also das ist schon ein bisschen bizarr, warum das so spät kam. Also deswegen baut sich häufig sowas zu Fuß nach, also einen eigenen Money-Datentyp beispielsweise. Das kommt später nochmal. So, welche Kriterien können Sie jetzt anwenden, um Entitätstypen zu schneiden? Da kann man sich jetzt ein paar Elemente überlegen. Also was kommt in denselben Entitätstyp oder in dieselbe Klasse und was kommt in verschiedene Klassen? Also was tue ich zusammen und was trenne ich? Auch da gibt es keine pauschalen Regeln. Was kann man machen? Naja, wenn ich jetzt, Sie haben ja verschiedene Dialoge in Ihrer Anwendung, die haben Sie sicher schon entworfen und alle Sachen, die Sie im selben Dialog editieren, da macht es sicher Sinn, die in dieselbe Klasse zu stopfen. Sachen, die Sie immer in verschiedenen Dialogen haben, da macht es eventuell Sinn, die in verschiedene Entitätstypen bzw. Klassen zu stopfen. Also das heißt, Sie machen das so nach Änderungszuständigkeit, kann man sagen. Denn wenn Teilsachbearbeitermenge mit dem einen Teil arbeitet und eine andere Teilsachbearbeitermenge mit dem anderen Teil, weil die halt verschiedene Dialoge haben, dann macht es schon Sinn, das zu trennen. Dann baut sich die Applikation auch leichter und dann gibt es wahrscheinlich auch fachlich irgendeinen Grund, das auf zwei Teile zu zerhacken. Sie können das auch nach Häufigkeit der Nutzung trennen. Das heißt, Sie haben ja so ein paar Datensätze, die sehr häufig verwendet werden. Bei Personen beispielsweise Stammdaten, sowas wie Adresse und Name und so weiter. Und Sie haben vielleicht Daten, die seltener verwendet werden, wie zum Beispiel der Einzelgebührennachweis von letztem Jahr Dienstag oder so. Also das heißt, da wollen Sie gar nicht mehr ran oder nur ganz selten. Also insofern kann man da überlegen, ob man sogenannte Stammdaten, die sich wenig ändern, trennen von Bewegungsdaten, die sich sehr häufig ändern. Also sowas wie Einzelgebührennachweis beim Telekom ist eher Bewegungsdaten. Oder so einzelne Verträge, die Sie beim Mobilfunkprovider immer mal wieder ändern, das kann man vielleicht unter Bewegungsdaten sehen und Stammdaten sind Sachen, die sehr konstant sind, wie Ihre Adresse beispielsweise. Oder man kann sagen, ich mache die Übersichtsdaten und trenne davon Detaildaten. Sagen häufig geänderte Daten von wenig geänderten Daten trennen. Und man kann auch nach Größe das auch als Kriterium nehmen. Ne? Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Profilbild haben oder eine Fotosammlung und Sie haben Name, Adresse und so weiter, ist Name, Adresse sehr klein, das werden nur nicht mal ein paar Kilobyte sein, das sind ein paar Byte. Und wenn Sie ein paar Fotos speichern, sind das leicht einige 10 bis 100 Megabyte. Und natürlich macht es da Sinn, die Sachen vielleicht auseinander zu tun und die in verschiedene Entitäten zu tun. Also vielleicht eine so Stammdatenentität mit Kerndaten von Ihnen und so eine Art Multimedia-Dingsbums-Entität, wo dann halt Ihre Foto- und Videosammlung abgespeichert ist. Also ja, da gibt es durchaus Kriterien. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, Sie sollten mit objektorientierten Konzepten bei Entitätstypen oder überhaupt im logischen Datenmodell sehr, sehr vorsichtig sein. Sparen Sie sich eine riesengroße Vererbungshierarchie. Das ist zwar schön objektorientiert, aber nachher sehr, sehr schlimm umzusetzen, sowohl im Code, weil Sie müssen viel zu viele Editorfenster aufhaben, wenn Sie eine lange Vererbungshierarchie haben, als auch in der Datenbank. Kennen Sie aus der Datenbankenvorlesung sicher, also Abbildung von Vererbung auf relationale Datenbank ist nicht ganz trivial. Deswegen lieber keine Vererbung. Das macht es leichter verständlich und ist leichter abbildbar auf Technologien. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil Sie ja denken, Mensch, das muss mächtig gewaltig objektorientiert sein. Ist aber nicht der Fall. Bei Datenmodellen denken Sie eher wie so ein C-Programmierer. Kaum Vererbung, kaum Relationships, eher größere Zusammenhänge, nicht zu feinteilig und eher weniger objektorientierte Konzepte. So, dann noch mal ein wichtiges Thema, was so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, in der Ausbildung, ist das Thema Datentypen. Weil mit gut gewählten Datentypen kriegen Sie eine sehr schön sprechende Applikation hin, den Source Code sehr sprechen und Sie tun sich wesentlich leichter mit der Plausi-Prüfung. Sowohl in der grafischen Oberfläche wie auch in Ihrem Anwendungskern oder vielleicht sogar in der Datenbank. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, so ein normaler, einfacher, elementarer Datentyp ist ja das, was Ihre Programmiersprache so hergibt, also Int, Float, String zum Beispiel, wo bei Int und Float sozusagen ganz elementare Datentypen in C, Java und C++ wären. Und String ist zumindest in Java dann ja schon sowas wie eine Klasse und mit Objekten dabei. Also auch da kann man nochmal streiten, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Wichtiger ist das Thema fachliche Datentypen. Das heißt, was Sie wollen, ist ja einen Source Code, den normaler Mensch verstehen kann. Und wenn Sie eine Klasse Kunde haben, wo jedes Attribut den Datentyp String hat, ist das vielleicht weniger gut verständlich, als wenn Sie spezifische Datentypen haben. Also
zum Beispiel die IBAN-Nummer für statt einem String für die Kontonummer oder den Datentyp IP-Adresse statt einem String mit ein paar Stellen oder den Datentyp Geld statt einem einfachen Integer. Der große Vorteil ist auch, dass Sie Plausi-Prüfungen dran bauen können. Also zum Beispiel beim Datentyp Geld können Sie sich vielleicht so einen Fixpunkt-Arithmetik-Dingsbums bauen, der also zum Beispiel mit Centbeträgen rechnen kann, so wie Sie die Rundungsregeln erlassen haben in Ihrem in Ihrer Firma. Oder bei der IBAN-Nummer für Ihr Buch prüft, bei der ISBN-Nummer für Ihr Buch prüft, ob die Prüfziffer eingehalten worden ist. Also da steckt die Plausi-Prüfung im Datentyp mit drin. Es gibt so zusammengesetzte Datentypen, hatten wir schon, Datum, Adresse und so weiter. Wobei Datum, da gibt es jetzt inzwischen in Java, seit Java 8 inzwischen endlich mal was Gescheites. Aber auch das müssen Sie natürlich verwenden und sagen, was genau, welche Informationen Sie genau zum Datum brauchen. Und Aufzählung, auch das wird, das ist nicht zwingend so ein E-Namen, wie Sie das vielleicht aus Java oder C++ kennen. Manchmal sind das änderbare Aufzählungen. Also sowas wie Wochentag oder Anrede ist sicherlich, Wochentag ist konstant. Also es wird keiner einen achten Wochentag erfinden. Bei der Anrede, da hatten wir in den letzten Jahren eine Änderung. Ne? Jetzt haben wir seit neuestem, ich weiß nicht, wie man Leute mit dem Geschlecht divers anspricht. Lieber divers geht ja wohl nicht. Also, aber da könnte es sein, dass bei Anrede, da haben wir einen änderbaren Aufzählungstyp. Oder sowas wie Währungscode oder Flughafencode. Das wird ja immer mal wieder ein neuer Flughafen gebaut oder vielleicht erlischt oder entsteht eine neue Währung. Also brauchen wir da Aufzählungen, die vielleicht auch in der Datenbank irgendwo stehen oder zumindest von außen beeinflussbar sind. Also und viele betriebliche Informationssysteme leben sozusagen von den Aufzählungen. Das ist zum Teil der fachliche Kern. Der spiegelt sich sehr gut wieder in diesen Aufzählungsdatentypen. Und auch da sehen Sie, dass das sprechender wird. Ne? Wochentag statt in der Zahl von 1 bis 7 zum Beispiel. Ist das so deutlich sprechender aus Source Code und weniger Magic Numbers. Was man noch machen kann, ist, man kann so Listen mit Ordnung und ohne Ordnung machen und so weiter. Also das auch da können Sie ein bisschen mehr Semantik in Ihren Code reinbauen. Alle Sachen, die Sie sich ausgedacht haben, die fachlich eine Rolle spielen, das kann man auch in so ein Spezifikationsdokument schreiben oder auf Wiki-Seiten hinschreiben, sodass Sie mal eine Übersicht haben, was haben Sie eigentlich alles für einen fachlichen Datentyp. Nicht, dass alle zwei Mitarbeiter wieder einer auf die Idee kommt, noch einen Money-Datentyp zu bauen, weil ihm das gerade in Kram passt, oder noch ein Size-Enum für meinen Pizza-Service zu erfinden. Damit das einheitlich ist, machen Sie eine Tabelle und schreiben da alles rein. Und das sozusagen zum Beispiel bei Adresse, beim zusammengesetzten Datentyp, schreiben Sie da eben nicht nur die Datentypen rein, sondern man kann vielleicht sogar fachliche Constraints reinschreiben, die man in der Oberfläche oder im Anwendungskern prüft. Sowas wie die Straße darf nur 20 Zeichen lang sein oder die Postleitzahl darf nur Ziffern enthalten und so weiter. So, denn da diese fachliche Plausibilität, das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn wenn Sie einmal Blödsinn in der Datenbank abgespeichert haben oder woanders abgespeichert haben, dass diesen Blödsinn werden Sie nie wieder los. Selbst wenn die Einzeländerung leicht ist, aber stellen Sie sich vor, Sie sind eine große Firma und haben 6 Millionen Kunden und 90.000 Datensätze sind falsch, die ändern Sie eben nicht mehr so einfach. Und es passiert Ihnen leicht, wenn Sie solche Plausis vergessen. Also Datentypverzeichnis ist ein wichtiges Thema. So, wenn wir entsprechende Entitätstypen und Datentypen festgelegt haben und die Beziehung zwischen den Entitätstypen und Datentypen kennen, können wir im Prinzip diese Dinge als zum Beispiel Java oder C-Sharp oder PHP oder JavaScript-Klassen umsetzen. Das heißt, Sie würden im Prinzip das, was Sie gesehen haben, eigentlich als Anwendungskern formulieren. Also all die Kundenkontenverträge leben im Anwendungskern. Wenn man jetzt da einen guten Job gemacht hat, ist der Anwendungskern als solcher unabhängig von der Technik, unabhängig davon, welche Datenbanktechnologie darunter sitzt und unabhängig davon, welche anderen Systeme darauf zugreifen. Und das ist versucht, so ein bisschen hier mit der Grafik darzustellen. Also der Anwendungskern ist für sich lebensfähig. Man kann einen anderen Datenbankzugriff runterbauen und man kann an denselben Anwendungskern mit denselben Schnittstellen dagegen Batches programmieren, die von mir aus einmal in der Nacht durchlaufen. Nachbarsysteme können natürlich über gewisse Adapter auf diesen Anwendungskern zugreifen und auch die grafischen Oberflächen mit verschiedenen Ausgabekanälen, also sprich für einen Desktop oder für Smartphone, verwenden ebenfalls denselben Anwendungskern. Also ein fachlicher Kern, der dann verschiedene Schnittstellen bedient, aber es ist immer derselbe fachliche Kern, der ist in sich nur von der Fachlichkeit her gültig und man muss nichts über Technik wissen, um diesen Anwendungskern zu verstehen. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung, die auch so hinter diesem Domain-Driven-Design steckt. Wann macht das Sinn?
das so zu machen. Das hat Fowler sich überlegt. Das ist hier The Patterns of Enterprise Application Architecture, ist das Buch so aus 2003, 2004. Und was sich der Fowler da eigentlich vorstellt, ist ein ausprogrammiertes logisches Datenmodell als Anwendungskern. Das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen versucht darzustellen. Und diesen ausprogrammierten logischen Datenmodell ist das, wie gesagt, sind Datentypen programmiert, Entitätstypen sind also Klassen ihrer Anwendungslogik. Also sie würden sozusagen jeden Entitätstyp in vielleicht eine Java- oder C-Sharp-Klasse umsetzen. Vielleicht haben sie noch gesonderte Klassen, die so ein bisschen diese Datenbank des Query-API kapseln, sprich also Anlegen, Ändern, Löschen von Datensätzen machen. Das hieß früher mal in Programmieren 3 A-Verwalter oder Anwendungsverwalter. Wenn Sie es nachlesen wollen, läuft das Ganze auch unter der Überschrift Data Access Object Pattern. Und auch die Anwendungsfälle könnten Sie separat ausimplementieren als Java-Klasse, sodass sozusagen Sie alles, was so einen Anwendungsfall oder einen Use Case ausmacht, dass Sie das in einer Klasse haben. So, wenn Sie das haben, macht das Sinn natürlich für große Projekte, für Sachen, die lange laufen, also eine umfangreiche Logik haben. Und wenn Sie etwas kleiner kochen wollen würden, kann man kleinere Modelle machen und weniger aufwendige Codierung vornehmen. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel das technische Datenmodell auscoden. Was nichts weiter ist, dass Sie überlegen sich zum Beispiel ein relationales Datenbankschema und bauen dann zu jeder Tabelle, die Sie in der Datenbank haben, eine Java-Klasse oder ein GUI-Element und lassen den Mittelbau sogar weg. Also das kennt man von so ganz alten Delphi-Applikationen oder von Oracle Forms-Applikationen. Also Sie ziehen quasi das Datenbankschema direkt in die Oberfläche ohne große Zwischenschicht. Das kann man machen. Das klappt halt für kleine Systeme, für kleine Teams, die nicht so lange leben, also kürzere Lebensdauer haben sollen und in kleineren Teams gemacht werden. Was Sie auch machen können, ist, Sie hängen hinter jedem Knopf in der grafischen Oberfläche irgendeine Speicher- und Ladefunktion. Das wäre für ganz kleine Systeme, können Sie es vielleicht so noch bauen, also dass Sie nicht mal die Tabellen in der Datenbank wegabstrahieren, sondern dass jeder OK-Knopf von mir aus ein Insert in die Datenbank auslöst und jeder Suchknopf tatsächlich irgendwie an die Tabellen der Datenbank rangeht. So, das war so eine Übersicht mal über das, wie man es bauen kann. Das heißt, man sollte sozusagen im Interesse der Langlebigkeit eigentlich hier dieses logische Datenmodell ausprogrammieren. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Weiter geht es im nächsten Video mit dem Thema Aggregate. Da werden wir uns anschauen, wie kriege ich jetzt aus so einzelnen Entitäten größere Brocken zusammen definiert und wie kriege ich die so hin, dass ich die einzeln deployen kann. Das kommt im nächsten Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.